Mrs. Brown sagt, dass in London jeder anders ist. Aber das heißt auch, dass dort jeder reinpasst. Hallo, du. Mary. Hallo. Wir haben eine wundervolle Besetzung für den Film. Wir haben Nicole Kidman, Sally Hawkins und Hugh Bonneville und Jim Broadbent und Peter Capaldi und Julie Walters. Es ist echt der Wahnsinn. Du willst mir wohl einen Bären aufbinden. Die gesamten Browns sind entzückend und hätten nicht besser besetzt werden können. Sally und Hugh sind so lustig zusammen. Ist ein junger Bär, der unsere Hilfe braucht, Henry. Paddington stellt eine Gefahr für unsere Familie dar. Abgefahren. Es heißt, arbeite nie mit Kindern oder Tieren. Ich kann das nicht bestätigen. Sie sind zwei wunderbare Tiere. Maddie und Sam haben eine fantastische Energie und sind echt fokussiert. Wir haben in den Proben viel über ihre Beziehungen gesprochen. Paul war es sehr wichtig, die Rollen herauszuarbeiten und sie vielschichtiger anzulegen. Das glauben Sie nicht, Mrs. Bird. Wir haben einen Bären gefunden. Sie sind ja nicht besonders überrascht. Ich habe das Überraschtsein aufgegeben, als die Mikrowelle erfunden wurde. Julie ist ein unglaublich witziger Mensch. Es ist sehr schwer, in ihrem Beisein irgendetwas ernst zu nehmen. Wir hatten einfach eine tolle Zeit. Jeder steuert etwas bei, es ist sehr kreativ. Es war großartig, mit allen zu arbeiten. Es ist nur so, dass mir diese Kreatur sehr viel bedeutet. Ist das eine gefährdete Art? Jetzt schon. Nicole Kidman. Nicole Kidman spielt unsere Millicent und sie macht das herrlich. Sie ist so böse und wirkt dabei so wunderbar cool. Ich werde dich ausstopfen, Bär. Es ist immer toll, Bösewichte zu spielen, weil sie so schillernd sind. All diese Kostüme und Dinge, die mir Paul zum Spielen gegeben hat, das hat einfach Spaß gemacht. Kriege ich den Bären zu fassen, sorge ich dafür, dass man ihn dahin bringt, wo er hingehört, ganz diskret. Ich brauche einen starken und fähigen Mann, der mir hilft. Es ist toll, Teil einer so wundervollen Besetzung zu sein. Im Gesicht jedes Einzelnen zeichnet sich ein so großer Erfahrungsschatz ab. Mit all diesen Leuten zusammenzuarbeiten, war einfach unglaublich. Ich war wunschlos glücklich. Es spielt keine Rolle, dass er einer anderen Gattung angehört. Oder dass er eine beunruhigende Schwäche für Orangenmarmelade hat. Wir lieben Paddington. Paddington, ab 4. Dezember im Kino.